Hallo! Und da sind wir wieder. Wir haben jetzt mit diesem Let's Play hier Drift Moon Gray Matter überholt. Also 34 Videos für Drift Moon, 33 für Gray Matter. Ja, wir sind jetzt etwas woanders, als wir das letzte Mal waren. Also als wir das letzte Mal aufgehört haben, das war ja in der Monastery. Und wir sind wieder in dieser Höhle und hier warten wir doch diese Quest. Ich zeig das mal mit dem Stab. Hier ist Mystic Stave. Na nun, es wird mir gar nicht angezeigt. Wieso wird es mir nicht angezeigt? Ach so, dahin. Genau. Und ich wusste ja nicht, wo das ist und habe ganz das hier übersehen, diese Platte. Und habe dann ein bisschen im Internet nachgeguckt und habe im Forum vom Driftmoon-Entwickler, der Name fällt mir gerade nicht ein, irgendwas mit Königreich Kingdom oder so, herausgefunden, dass man das hier darauf stellen muss. Wäre ich auch drauf gekommen, wenn ich es hier ein bisschen besser untersucht alles hätte. Genau das werde ich jetzt auch machen. Und da erscheint dieses Skelett, das wir angreifen werden. Laut! Flurry! Ich habe gewartet, bis die Siegesfanfare entschwand. Also, wir haben jetzt diesen Magier besiegt, der hier ge gebettet wurde zum Tode, also zur Ruhe. Und er hat uns hinterlassen einen mystischen Stab. Und Feuerkristalle, 18 Stück. Die sind nämlich die Munition dafür. Also, ich habe den mal untersucht, den Feuer, also den mystischen Stab. Und habe dadurch das alles heraus. Also, schon mal angeschaut. Und mir ist auch Folgendes aufgefallen, dieses Moonlight Orb, dieses Click to Light und Extinguish. Ich hatte mal Angst, dass du verwendest, das verschwindet, aber das ist einfach nur Licht. Und diese grüne Nase, die wir mal gefunden haben, ist auch, die können wir uns aufsetzen. Ich weiß nicht, habe ich das schon gezeigt? Egal. Und ja, ich weiß nicht, ob das hier unser restlicher Inventarplatz ist. Wir müssen ohnehin bald Sachen verkaufen. Und wir haben ein neues Level erreicht. Und ursprünglich wollte ich ja meine Lebenspunkte erhöhen. Ah, genau, Constitution war das mit den Hitpoints. Aber der Kampf, der ging ziemlich leicht vonstatten. Also ich möchte jetzt doch erstmal auf Stärke skillen, damit wir die Kämpfe noch schneller erledigen. Ach ja, und jetzt noch die Zusatzfähigkeit. Und ich werde. Ach, die ganze letzte Reihe können wir noch nicht. Dann werde ich mal gucken, gibt es passive? Nein, dann werde ich Flurry weiter skillen, damit wir viel mehr Damage machen. Und die Quest ist erledigt. Und jetzt werden wir die Hörhilfe beschaffen. Dafür gehen wir raus. Und hier zu den Deathly Caverns, also zu den Taubenhöhlen, so habe ich es genannt, genau. Ah, immer ruft Velvet. Ist das Gebiet groß? Das sieht gar nicht so groß aus. Okay. Aber vielleicht gibt es hier mehrere Ebenen. Oh. I can hear distant rumbling. Okay. Snatcher. Ich will nicht von dem Snatcher klauen. Und es kommt eine arabisch anmutende Musik. Start tickling. Ah! Wieso hilft mir? Doch, Velvet hilft mir. Ist das der Grund, warum uns die Snatcher angreifen? Weil wir aus Versehen Sachen berühren? Ich bin im Übrigen. Jetzt droppt schon wieder die Frame Rate. Das gibt's doch nicht. Ich bin im Übrigen nicht zurückgelaufen, um die Dugu zu besiegen. Ich habe die jetzt einfach mal gelassen. Also. Wenn wir noch Erfahrungspunkte brauchen, was ich nicht glaube, wir sind ja ganz gut aufgestellt auf dem geringsten Schwierigkeitsgrad, dann werde ich die einfach mal links liegen lassen. Und mich hier mal weiter umschauen. Machen. Hier wäre doch ein guter Platz, um Goldfische zu verstecken, ohne dass ich es sehe. Silberfeder haben wir lange nicht, oder? Haben wir die lange nicht mehr gefunden? Und da kommen noch bestimmt Snatcher raus, oder?
Ja, ich wusste es. Also, Snitcher greift doch nicht automatisch an, wenn ich Sachen von ihm wegnehme. Aber die geben gut XP. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also mindestens 6 sind es gewesen. Macht 60 XP. Also ich finde das okay. Meckere ich nicht drüber. Ja. Der Sound kommt vom Inneren der Höhle. Hier liegt nichts. Oh, ich sehe schon. Ich speichere mal. Und ich speichere mal wieder den Älteren. Nicht verwechseln diesmal. So, und jetzt hoch. Rein. Was für ein furchtbares Geräusch. Fässer. Essen. Ja, es geht runter. Na, Moment. Kann ich irgendwas verschieben? Oh, das ist alles gute Ware. Kann ich das weiter verschieben, um zu gucken, ob da irgendwas drunter ist? Moment, Silberfeder. Ich hab's nicht gesehen. Und jetzt schiebe ich mal erstmal zurück für den Fall, dass wir schnell weg müssen. Also viel raus müssen. Und das ist wirklich ein furchtbares Geräusch. Hebel. Okay, wir haben einen Hebel aktiviert. Was passiert jetzt, wenn ich das... Ah, ein Klangelement. Okay. Ich bombardiere das mit Flurry. Das ist die Hörhilfe. Wo? Ach, die. Oh, jetzt bewegen sie sich frei. Oh. Die Hörhilfe der Taubheit. Was ist das? Tut nichts. Sie erlaubt. Okay, also es steht eigentlich nur, dass sie erlaubt, für Taube zu hören. Der Hexer Tobias, also der Zauberer Tobias, ist durch den Kampf, also ist durch den Krieg gegen den bösen König Ixal. Der Zauberer Tobias, der durch den Krieg gegen König Ixal vertaubt ist, hat diese Muschel von einem Zeitreisenden bekommen. Okay. Also ist das wohl von Robert. Und kann ich hier ohne Schaden durch? Ja, ich kann hier ohne Schaden durch. Ich habe mir jetzt nicht die Schnellreise verwendet, weil ich nur gucken wollte, ob hier irgendwas passiert, aber tut es nicht. Also gehe ich mal ganz rein. Oh, da oben ist ein weiteres Loch. Wie wäre es, wenn ich mir denn mal alle Löcher abklappere? Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir Löcher übersehen? Okay. Haben wir Löcher übersehen? Das ist so ein Spiel, bei dem man immer wieder Sachen entdeckt. Also ich finde das gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gut. Ist es... Oh, ja, das haben wir übersehen. Ich finde es nicht so toll, wenn man immer Tutorials hat, die einem alles vorsagen. Das ist sicher hilfreich und in vielen Spielen notwendig. Aber selbst entdecken hat eigentlich keinem Spiel geschadet. Eigentlich nur geholfen. Und wir haben wieder ein bisschen Erfahrungspunkte. Ja... Und wir gehen jetzt mal... Ah, Sternchen. Ha! Und hier jetzt haben wir die nächste Quest erledigt. Bei der Robert-Schmiede, da haben wir den anderen Teil der Karte noch nicht aufgedeckt. Da müssen wir wohl warten. Was ich zu diesem Sound-Element noch sagen wollte... Hier sind wieder Sachen. Was ich sagen wollte... Drift Moon wird als Spiel beschrieben bei GOG als Soundspiel. So. Fred the Piper. Wenn wir ihm das geben, hört er dann auf zu spielen? Das finde ich sehr schade. Fred,
Ich habe die Höhe, die Seeschale der Taubheit für dich. Eine was? Fred versucht zu widerstehen, als du versuchst, die Seeschale an sein Ohr zu halten. Nach ein paar missglückten Versuchen hast du Erfolg und Fred hüpft in Erstaunen. Wow! Dann dreht er sich um und hört gespannt. Ich kann etwas hören. Smeba-Stücke sind lediglich zwei Goldstücke im neuen Elindra-Markt. Das sind 10 Tage weg. Munien sind, glaube ich, Tage. Oh, wir haben die. Er hat die Flöte fallen gelassen. Dann dreht er sich um. Ich kann eine Kolonie von Pförmelwürmer nur einen Tag südlich von hier hören. Das ist unglaublich. Du hast mein Gehör zurückgebracht. Oder du hast mein supermenschliches Gehör gebracht. Ich kann dir nicht genug danken. Super, Fred. Ich denke, ich mag den Klang davon. Fred hüpft auf und ab. Er hüpft erneut herum. Oh nein! Ein Dgu-Frischling ist in einem Brunnen gefangen. Ich muss ihm helfen. Fred lässt seine Fiedelflöte auf den Grund fallen und rennt weg. Bald die Flöte! Ich habe meine wahre Berufung gefunden. Super Fred, da geht er dahin. Hat an einem Stick. Dann nehme ich die mal auf. Was tut die? Ach, ist eine Waffe! Ist ein tödliches Musikinstrument, erfunden von Fred den Pfeifer, der ist gerade weggelaufen. Mit vielen scharfen Kanten. Was hat unser 5,0? Ja, finde ich gut. Finde ich gut und ich will Sachen verkaufen. Francine. Und ich muss Sachen verkaufen. Es geht nicht anders. Wir sind voll. Negative Lily. Nein, will ich verkaufen. Oh, 6,0. Nein, will ich verkaufen. Ja. Den Ring verkaufen. Ja. Pfeil. Ja, ich benutze eh kaum Pfeil und Bogen. Den will ich auch verkaufen, den Ring. Den Hammer. Nein, den Hammer nicht. Falls wir noch einen Begleiter haben. Die Mörder. Oh, 1086. Da muss ich wohl aufpassen. Noch die Flora. Hier, behalte ich mal, falls wir es noch brauchen. Der bodenlose Köcher. Den behalte ich. Den kleinen Schild. Ist ein bisschen schwer gerade zu sehen, was ich alles verkaufen kann und was nicht. Also die Übersicht. Die hapert. Wie viele Hüte haben wir? 1, 2, 3. Also einen Hut können wir mindestens verkaufen. Ich verkaufe die, die das meiste Geld bringen. Den hier. Den hier. Die Hoe of Doom. Die können wir inzwischen auch verkaufen. Oh nein, nein, nein. Die. Hä? Ach, ist unser Gold. Ach, ich dachte gerade schon. Gut, sie hat noch 46 Gold. Das heißt, wir können noch etwas Kleines verkaufen. Uslein nicht. Oh, wir können, glaube ich, gar nichts. Oh, 6 Gold. Ja, 6 Gold. Ja, ist gut. Ja. Dann war es das erstmal. Unser Inventar ist ja jetzt ein kleines bisschen leerer. Kann man das irgendwie anordnen? Geht das? Ist ein bisschen blöd, wenn man es nicht anordnet. Oh. Dann verlassen wir die Abtei mal wieder. Wir haben hier wieder ein Sternchen. Und gehen zu den Nomen Dogs, wo es drei Quests gibt. Und es lädt, und es lädt, und es lädt. Und wir müssen wie bei Grey Matter nicht auf den Türsound achten. Also wir müssen bei Grey Matter auf den Türsound achten, hier nicht. Zum Glück. Oh, hier ist Eis. Brr, es fühlt sich nicht so an, als wäre hier die Tropen, als wären hier die Tropen. Das ist eine Fackel, aber bevor ich da durchgehe, speichere ich nochmal, weil man weiß ja nie. So, wer weiß, vielleicht sind hier schon die Leute eingestürmt. Also wenn die ja wissen, dass ich hier hin will,
dann haben sie vielleicht schon diesen Ort attackiert. Ich muss auf der Hut sein. Der gesamte Platz ist gefroren, ja. Das lässt mich auch vermuten, dass er angegriffen wurde. Ah, ja. Oh nein. Jemand wurde erneut versteinert. Genau wie es bei mir zu Hause in Nostrop der Fall war. Steht mit dem Bogen in der ersten Reihe. Also das ist einfach falsch. So, die Fische sind auch versteinert. Ein Engel. Ein Schneeengel. Sehr schön. Das finde ich sehr schade. Ich hatte... Was ist das? Was ist das? Okay. Ich höre Musik. Können wir nicht verschieben? Ah, das sind... Das ist dieses Meba, die, die Musik wird lauter! Hilfe! Das sind dieses Meba, die Fred von erwähnt hat. Box von gefrorenem Fisch. Barrel von gefrorenem Fisch. Aber ich kann die verschieben. Und das ist schwerer. Aber, das liegt so drunter und hier. Puck. Okay. Auf jeden Fall offen, dass da sind Leute drin. Annie und William sind hier! Freut mich! Ich hatte gehofft, es wäre größer. Ich will da noch nicht hin. Ich will mich erst umschauen.